Diese Abschlussstelle. War das das? Oder da vorne? Oh nein. Jacob, hast du das bis hast du es gesehen, in welche Richtung es abgestürzt ist? Was haben wir hier? Aha, okay. Meine Kochplatte ist kaputt, aber der verdammte Geschützturm funktioniert auch nach 200 Jahren noch. Nicht übel. Hat auch schon bessere Zeiten erlebt, Ein was? guter Spruch. Was wird da sein? Oh, okay. Vom Regen in die Traufe. Ich möchte doch eigentlich jetzt nur dieses Ding hier verfolgen. Okay, so. Eine leere Farbdose, die nehmen wir doch mal mit. Was haben wir hier? Es ist in diese Richtung abgestürzt. Wo ist es denn hin? Was haben wir denn hier? Ein Bootshaus. Nicht übel. Oha. Mit ziemlich viel Gewürm darin. Zusammengerollte Zeitung geben? Okay. Irgendwas am Himmel. Ich hab's gesehen. Da war eine riesige Rauchwolke. Da ist irgendwas in der Nähe abgestürzt. Aber da kamen diese Roboter und da konnte ich nicht genau sehen, wo es hin ist. Ich bilde mir wohl schon Dinge ein. Was für eine Verschwendung. Juhu, was haben wir denn hier? Boah. Wir sind vollgeschleimt. Nein. Einladen. Werkstatt. Die Gegner in der Gegend ausschalten. Nicht übel. Oh. Okay. Nein. Na, bist du wohl. Na. Nein, Haarklammer. Hier, der Haarklammer wird benötigt. Wir müssen doch irgendwann eine Badewanne füllen. Oha. Oha, was haben wir denn hier alles? Ist das eine Falle? Jo. Okay, wir haben das hier mal entschärft. Alter, Laserstrahlnetz. Gefahr. Glasfaseroptik, nicht übel. Irgendwas ist hier auf jeden Fall noch. Patronen, Granaten. Jawohl. Nicht übel. Oh Mann. Das eigentliche Ziel müsste hier echt niemals kommen. Ah, die sind lauter Viecher drin. Na gut, dann spielen wir mal den Kammerjäger. Hier. Na? Hier. Roter Witwenblutkäfer, oha. Da sollten wir mal kurz einen Abflug machen. Okay. So. Oha, nice. Was haben wir denn hier alles? Na. Die Siedlung Oberland Station. Ich guck mal gleich auf der Karte. Geschafft. Oha. Nicht übel, nicht übel, nicht übel. Ein Safe, den wir nicht knacken können. Nein. Können wir jetzt hier schlafen? Juhu. Ist das jetzt benutzbar?
Ja, wie drei. Spezial? Die Roboterwerkbank. Nice! Und Käfige. Alter, ich weiß nicht, was ich zuerst machen soll. Es ist einfach zu viel. Es ist einfach so viel. Also es wäre eigentlich ganz cool, wenn wir wieder mal ein rekrutieren. Wir brauchen aber Zeug. Das müssen wir später machen. So, also wo waren wir? Oberland Station. Das war in dieser Richtung. Wetz Haushaltselektronik, Memorial Bridge. Corvega, College Square. Oberland Station hier. Oha, das ist aber ein ganz schönes Stück. Hat's doch auch gesehen. Nein! Diese Roboter haben uns abgelenkt. Oha. Ein zerfetztes Brahmin. Na gut, das schauen wir uns später auch mal an. Eine Kochstation, Hirnpilze. Oh nein, und ich glaube, die Moral ist ja auch noch voll schlecht beim Paar. Warum hat Sanctuary Hills ein Ausrufezeichen? Das hat doch alles. Eigentlich okay. Wir müssen da später unbedingt zurückkehren und was Gescheites hinbauen. Das wäre vielleicht gar nicht mal so übel. Ah, Mist. Na gut. Dann halt die Overland Station. Ah, wo kommen die jetzt her? Also viele Viecher, ekelhaft, weg mit euch. So, jetzt aber. Funkhocken. Kann ich etwas für dich tragen? Ja, später vielleicht. Eine Kaffeetasse. Bringen wir es hinter uns, okay? Oh, Piper im Alleingang, auch nicht übel. Blut, Jungkäferrüssel, Jungtier. Oh, wir könnten auch was zu essen vertragen, sehe ich gerade. Eine Kleinigkeit. Ein Leguan am Stiel. Lecker. Na gut. Supermutanten. Nicht auch noch. Hier waren wir bei, hier waren wir schon drin, ja. Hier ist noch irgendwas. Eine Power-Rüstungsstation. Slocums Joe Firmenhauptsitz. Nicht übel. Eine Power-Rüstungsstation. Bedeutet das, dass hier auch irgendwo eine Power-Rüstung rumsteht? Wer? Hund? Ein Kampfhund. Hallo, Kampfhund. Na? Boah, okay. Kronkorken, Fleisch, Hunderüstung und ein Totenkopf. Boah, weißt du was? Ich glaube, das mache ich wirklich. Das interessiert mich so sehr, was das ist oder was das war. Oberland Station. Hier. Einmal dahin reisen. Oh, Gule. Grauenhaft verstrahlte Menschen. Oha. Also, du bist kein Idiot. Nee, danke. Danke, eben, ja. Hat ja lang gedauert, ebenso. Danke.
ebenfalls. Nein, ich meinte das nicht so. Ich könnte nur wirklich Hilfe gebrauchen. Normalerweise würde ich mit so etwas niemanden nerven, aber du scheinst gut mit Leuten umgehen zu können. Und ich habe da dieses Problem mit meiner Schwester. Ihre Schwester? Nat, die langsam zu mir wird. Sie wird so wie... Hä? Wie alt sind? Sie wird wie du? Sie wird also, so wie du? Was meinst du damit? Ich mache mir schreckliche Sorgen darüber, dass sie so wird wie ihre große Schwester. Denk doch mal an das Leben, das wir führen. Nichts für ungut, Blue. Aber persönliche Sicherheit liegt uns beiden ja nicht sonderlich am Herzen. Du bist doch auch Blue. Sie darf nicht enden wie ihre große Schwester. Ständig im Kugelhagel und auf der Flucht vor den Leuten, die sauer auf sie sind. Das ist auch mit ein Grund, warum ich so viel unterwegs bin. Mit ein Grund, warum ich hier bei dir bin. Ich denke mir, wenn ich mich rar mache, nicht so viel in ihrer Nähe bin, wird sie vielleicht anders. Dann ist sie wieder die süße, unschuldige Ned. Zeitungsausträgerin und Vorzeigebürgerin. Was soll ich nur tun, Blue? Dass sie nur wegen Ned hier ist. Dass sie sie nicht ändern kann, dass sie auf Abstand bleiben soll. Und dass sie sie einfach lieben soll. Na, das ist so herzzerreißend. Du liebst sie einfach. Die Familie ist kostbar. Du solltest sie auf keinen Fall wegstoßen. Denn sonst könntest du sie für immer verlieren. Du hast recht. Das darf ich nicht riskieren. Danke, Blue. Wer hätte gedacht, dass es ein so gutes Ende nehmen kann, wenn man einfach mit Fremden loszieht? Leute wie du werden heute gar nicht mehr gemacht. Wir sind echt gute Freunde, weißt du das? Gemacht? Es geht um ihn selbst, beruht auf gegenseitig. Komm, einmal flirten geht noch, komm. Also nur Freunde, Also, ja, da dachte ich mir zumindest. Na? Außer es ändert sich irgendwie irgendwas. Mensch, ist es hier plötzlich warm? Aber hey... Nochmal danke fürs Zuhören. Tut echt gut, mit jemandem darüber reden zu können. Also, sollen wir dann aufbrechen? Natürlich, da hat der Lady... Was? Wollte der Siedler was Lass holen? Uns handeln. Na klar. Nö. Hoffentlich bist du nicht einer dieser Sünds, die mich ausspionieren wollen. Ich will ein paar Sachen mit dir tauschen. Klar. Nee, okay. Alter Schwede, es ist hier voll. Ist doch gar nicht mal übel. Oh. So. Na dann. Okay, Südosten. Oder war es doch ein paar Meter Richtung Südosten? Jo, so quasi. Okay. Eine Vault! Okay, da müssen wir mal... Okay, eins nach dem anderen. Wir laufen erstmal Südosten. Schauen wir mal, ob das man schon sehen können. Noch erkenne ich nichts. Du schon richtig gelaufen. Ach, das ist Wort 81. Okay. Wir laufen doch hier Südosten, oder? Ja. Hier? Da? Da raucht's. Da raucht's. Okay, dankeschön. Okay. Dann mal schnell hin. Alter, eine Rakete. Ja, wie... Alter, das ist ein UFO. Alter, nee, das wäre so krass. Ja. Ist das jetzt hier nur ein Easter Egg oder hat es hier auch einen Sinn? Okay.